Ich gehe das schnell ändern, wenn wir sowieso warten müssen. Ser de nuestro amor, solo quedan mil recuerdos de esta triste relación. Y ahora estás tan lejos de mí, la ternura de tus besos, el dulce timbre de tu voz. Ya lo sé, lo supe cuando. Es imposible, inconcebible vivir sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor. Este pobre corazón llora y ríe cada día, añorando tu calor. Sin tu amor, tanto dolor. Ay. No es posible soportar. Si no te tengo aquí en mi vida, vivo y muero día a día y sin amor. Y ahora que te busco, no estás. Las lágrimas me ahogan, es difícil soportar. Hoy más que nunca me ha llenado zusammen mit ihren Trauzeugen und ihren Gästen ganz herzlich hier im Trauzimmer der Stadt Adliswil. Ich möchte Ihre Trauung mit einem Spruch von Antoine de Saint-Exupéry beginnen, der heißt: Zu dir kann ich kommen, in deiner Nähe muss ich mich nicht entschuldigen, nicht verteidigen, muss ich nichts beweisen, über meine ungeschickten Worte, über die Urteile hinweg, die mich irreführen können, siehst du in mir einfach den Menschen. Wir alle dürfen Sie heute begleiten bei einem wichtigen Schritt in Ihrem Leben. Sie werden heute vor dem Gesetz ein Ehepaar. Der eigentliche gesetzliche Akt ist ganz kurz. Das sind zwei Fragen und zwei Antworten und schon ist dieser doch wichtige Vertrag besiegelt. Im Schweizerischen Zivilgesetzbuch gibt es sehr viele Artikel über die Ehe. Ich möchte Ihnen nur einen vorlesen, das ist Artikel 159 und darin heißt es: Durch die Trauung werden die Ehegatten zu ehelichen Gemeinschaften verbunden. Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren. Sie schulden einander Treue und Beistand. Das ist, was das Gesetz über die Ehe sagt. Was Sie aus Ihrer Verbindung machen, liegt nun bei Ihnen. Nehmen Sie sich Zeit für die schönen Dinge, die das Leben für Sie bereithält, und unterstützen Sie einander in schwierigen Zeiten. Ich bin überzeugt, dann werden Sie das Abenteuer Ehe als gute Erfahrung wahrnehmen.
Nun komme ich gerne zu diesen zwei wichtigen Fragen, zum formellen Teil der Trauung, und ich bitte Sie beide und die beiden Trauzeugen dazu aufzustehen. Ich frage Sie, Claudina Urbaez Gomez, möchten Sie die Ehe mit Franklin Giovanni Soto Rivera eingehen? So antworten Sie bitte mit Ja. Und ich frage Sie, Franklin Giovanni Soto Rivera, möchten Sie die Ehe mit Claudina Urbaez Gomez eingehen? So antworten bitte auf Sie mit Ja. Ja, sicher. Nachdem Sie beide Ja gesagt haben, gilt Ihre Ehe vor dem Gesetz als geschlossen. Urbaez Gomez, geborene Urbaez Gomez, Claudina, geboren am 19. Mai 1971 in Cabral, in Barahona, Dominikanische Republik, heimatberechtigt in Dominikanische Republik, wohnhaft in Zürich. Mit Soto Rivera, geborener Soto Rivera, Franklin Giovanni, geboren am 28. September 1964, in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik, heimatberechtigt in der Dominikanischen Republik, wohnhaft in Zürich. Sind diese Angaben korrekt? Ja, das ist korrekt. Rimasto, visto? Andiamo, devo andare avanti. Da te puoi giocare. Yeah. Ma che tanti vogliessi. Mi ha sentito la nome a sopra fuori. Ok.
Como dijo René, plan, lo dijiste ya. Respirar y a tu lado.
tu lado me siento especial. Soledad, yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, por
porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor, pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor, pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. She played a reggae and I got high.
she can.